und willkommen zu einer weiteren Sonderfolge Rise of the Tomb Raider. Diesmal mit dem Skin aus Tomb Raider Chronicles und es gibt auch wieder ein geheimes Grab. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Valentinus, der Zeitmesser. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Rivka, die Architektin.
Alia erwartet ein Kind. Meine Tochter. Ich kann das Chaos in meinem Kopf nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich habe einen schweren Fehler begangen. Mein Volk wird es zweifellos akzeptieren, aber auch sie werden meinen Fehler bald erkennen. Es mutet so kalt an, dieses glückliche Jahr mit Alia einen Fehler zu nennen. Aber so schön es auch ist, kann es doch nur tragisch enden. Ich kann kein Ehemann oder Vater sein und gleichzeitig meine Aufgabe für mein Volk erfüllen. Eines Tages werde ich mich zwischen meiner Pflicht und der Liebe zu meiner Familie entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden werde. Gott, steh mir bei. Ich bin ein Narr. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen.
Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Das ist ein Badehaus. Wurde es absichtlich geflutet? Es muss einen Weg da reingeben. So viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Geschafft. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können.
Noch ein Abfluss, aber keine Winde. Da, das war der letzte. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend.